Hey, ich dachte, ich muss nicht kommen wegen Mutterschutz und so. Hi meine Freunde und herzlich willkommen zu dem Video. Leider sind bald die wunderbaren Weihnachtsferien vorbei. Das heißt, es geht wieder in die Schule. Glücklicherweise mache ich jetzt ein Video über ein paar gute Ausreden zum Schwänzen. Das heißt, wenn euch ein paar davon gefallen, nutzt sie einfach für den ersten Tag und macht dann nochmal so wunderbar blau. Lasst es euch gut gehen und... ach ja. Übrigens, ein kleiner Pro-Tipp am Rande, nimmt meine Videos in keiner Form ernst. In keiner Form. Nimmt nichts ernst, was ich hier sage. Auf gar keinen Fall. Ich sage es jetzt 10.000 Mal. Auf gar keinen Fall ernst nehmen. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum da ein Bild von mir hängt, das liegt nicht daran, weil ich so extrem selbstverliebt bin oder so, sondern weil ich das von René geschenkt bekommen habe. Danke nochmal für René. Also an René. Das wird da auf keinen Fall hängen bleiben. Ein Video habe ich gesagt, mache ich mit diesem Poster. Das ist jetzt dieses Video und danach wird es wieder abgehangen. Trotzdem danke an dich, René. Aber das ist ja, also... das ist so selbstverliebt, das kann ich nicht tun. Aber jetzt viel Spaß mit den Ausreden. Das sind quasi so Ausreden für, wenn euch der Lehrer am nächsten Tag fragt, warum ihr nicht in der Schule wart, das könnt ihr dem dann so sagen. Viel Spaß damit, los geht es. Ja, ganz ehrlich, Herr Lehrer, ich wollte kommen, aber ich hab's echt vergessen. Ah, also das war so, das war echt eine bescheuerte Geschichte. Ich wollte eigentlich mit dem Fahrrad zur Schule, bin aber dann zur Schule gegangen. Und das ist mir erst an der Schule eingefallen und dann bin ich natürlich nochmal zurückgegangen. Bin dann mit dem Fahrrad gekommen und irgendwie, keine Ahnung, dann habe ich bemerkt, dass irgendwie das... ich habe mein Fahrradschloss vergessen, bin nochmal zurück. Da habe ich gedacht, jetzt lohnt sich eh nicht mehr. Ich habe die Hausaufgaben nicht ganz fertig bekommen, deswegen habe ich gedacht, ach, nee, gehst du lieber nicht zur Schule. Meine Mutter hat gesagt, wenn ich zur Schule gehe, wird sie mich umbringen. Also ich meine, letzte Stunde haben sie mir gesagt, wenn ich mich weiter so verhalte, brauche ich gar nicht mehr kommen. Also von daher, ja, ich bin entführt worden und dann habe ich gedacht, also die Entführer haben gedacht, ich, also das war so eine Entführung. Gestern? Nee, da war ich nicht da, das ist richtig. Weil sie scheiße sind, deswegen bin ich nicht gekommen. Hä, ich dachte, ich muss nicht kommen wegen Mutterschutz und so. Ich habe an einem Streber-Seminar teilgenommen. Ja, das ist so eine lustige Geschichte. Ich habe echt gedacht, ich war fertig mit der Schule. Habe ich echt gedacht, also, blöde Geschichte. Ich musste an dem Morgen echt dringend auf Toilette und dann bin ich in der Toilette stecken geblieben und kam nicht mehr raus. Mein Hund musste an dem Morgen echt dringend auf Toilette und er ist dann stecken geblieben und ich musste ihn raushelfen. Ja, für Schule hatte ich gestern kein Geld, aber heute habe ich es wieder dabei. Achso, gestern, ja, nee, da habe ich auch noch blau gemacht. Ja, scheiße, hat ihn mein Stiefvater also nicht Bescheid gesagt, ja? Also unsere Luxusjacht, die ist gesunken und so schnell ein Privatjet in die Karibik zu bekommen, ist nicht ganz einfach. Das ist ganz einfach. Ich halte Schule für eine Institution, wo Leute versuchen, ihren Bildungsstand zu erhöhen. Da mein Bildungsstand aber auf dem höchsten Niveau ist, halte ich das für unnötig. Oh, gestern habe ich so einige unanständige Dinge getan. Die würde ich mit Ihnen auch gern tun. Oh Gott. Ich muss dann im Morgen meine Kinder noch in den Kindergarten bringen und ja, irgendwie, die brauchen immer so lange, weiß auch nicht. Au, aff, scheiße. Ja, das waren 20 verrückte Ausreden dazu, wie ihr euren Lehrer erklären könnt, warum ihr am letzten Tag nicht in der Schule wart. Das kann man teilweise auch auf die Eltern übertragen, aber nur teilweise, nicht unbedingt immer. So, ihr könnt es ja selbst mal versuchen, habt damit unten in die Kommentare. Ich finde das ja recht lustig immer bei den letzten Videos, wo ich da was gemacht habe über Schule und so weiter. Ich habe da... das Gefühl, dass ein paar Lehrer das manchmal kommentieren und die Lehrer, die versuchen dann immer irgendwie zu rechtfertigen, warum ich so blöd wäre und dass ich mich irgendwie so negativ auf die Schüler auswirken würde. Aber ganz ehrlich, Leute, wer von euch versteht nicht, dass das alles ein großer Witz ist? Sag mal ehrlich, Leute. Oder gibt es da echt so ein paar Leute unter euch, die haben jetzt gerade bei YouTube gegoogelt und danach gesucht, wie man tolle Ausreden fürs Blaumachen findet? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt erstmal noch einen guten Start ins neue Jahr. Wir sehen uns und einen guten Start in die Schule. Macht nicht blau. Wir sehen uns. Bis dann und tschüss. Oder macht auch blau.